Da sind wir also auch schon bei Let's Play World of Warships mit der Karte Gefahrenherd und wir sind hier mit der Atago Top Tier. Die Atago hat natürlich wie alle Japaner Torpedos mit 10 Kilometer Reichweite, 62 Knoten und Nachladezeit sind 110 Sekunden, also knapp 2 Minuten, ein bisschen darunter. Die Atago ist ein Premium-Schiff, also für alle, die sich zurzeit leider keine Tierpits kaufen können, weil es dieses Schiff ja derzeit nicht im Shop gibt. Die Atago wäre auf jeden Fall eine Alternative. Nicht im Sinne von, dass es ja ein Kreuzer und kein Schlachtschiff ist wie die Tierpits, aber Tier 8 dementsprechend gut Credits einfährt und ja, doch ganz gut und spielbar ist. Ich muss sagen, Karte Gefahrenherd ist jetzt nicht so mein absoluter Favorit im Spiel. Liegt aber jetzt nicht an der Karte in erster Instanz, sondern an den Spots, dass diese so ein bisschen. Oh, da kommt doch schon der Tierpilz gefährlich, ne? Dass die Spots hier so nah beieinander sind. Also da drüben gleich hier. Also man wird hier gefühlt, auch wenn man hier unten spawnt, wo ich jetzt gespawnt bin, immer von zwei Seiten gerusht. Das gefällt mir eigentlich so gar nicht. Aber trotzdem, das Layout der Kanone ist ganz cool. Vorne drei, hinten zwei. Also man kann sich hier ein bisschen schön mit den Drehungen der Türme arbeiten. Ja, der einzige Hintergrund, der vordere der drei, der dreht rückwärts, wie man gerade auch sieht. Also das immer ein bisschen im Kopf behalten. So, der hätte jetzt eigentlich schon HE laden können. Aber sie kommt jetzt gleich wieder rum. Ich muss mal schauen, wie sie fährt. Mal gucken, wie die fliegen. Oh, sie fliegen zwar jetzt nicht so gut in der Form, aber hier, die steht dann da. Nein, nachladen. Ah, Mist, ey. Naja. Aber da, die Mogami kommt dann da. Und von dem her begrüßen wir doch die mal. Und da ist es die Tierpitz. Die wir jetzt natürlich sinnvollerweise eher mit AP schießen sollten. Mit HE natürlich. Deswegen machen wir jetzt mal unsere Flaks an. Unseren Abfangjäger, alles was so geht. Und da, dem kann ich jetzt einige von seinen Flugzeugen holen, bevor er mich hier attackieren kann. Weil die Attacke hat ihn einiges gerade an Flugzeugen gekostet. Nun die Tierpits. Tierpits hat jetzt auf uns geschossen. Deswegen mal beidrehen. Hoffentlich hat sie die Fahrtrichtung anders wahrgenommen. Ne, nicht, aber brennt und nochmal schöner Schaden. Da waren wir jetzt auch gerade an der Reichweitenende, also 15,7 hat sie, wie man sieht. Da werde ich auch schon erkannt. Muss nur gucken, auf wer, weil ist immer doof, wenn man von den gegnerischen Flugzeugträgern erkannt wird, aber das ist nicht der Fall, sondern von der Atago. Das ist besser. Das ist die da hinten. Diese hier müsste es sein, genau. Auch da nicht wundern, ich antworte nicht immer auf Chats, weil gerade es ist einfach so, man ist halt häufig als YouTuber Fokusfeuer und gerade in der Aufnahme will ich jetzt nicht unbedingt der sein, der als erster stirbt. Dementsprechend
halte ich mich dann da so ein bisschen zurück, bin ein bisschen ruhiger. Also wenn ihr mich mal im Spiel erleben solltet, nicht wundern. Hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern einfach nur, weil ich vielleicht gerade eine Aufnahme nicht verkacken will. Auf jeden Fall schön, die Tirpitz brennt hier lichterloh. Löscht auch nicht. Die Atago, die mich da begrüßt hat, die fahrt jetzt hier auf die Insel zu. Und ihr seht praktisch, die Torpedos sind so angeordnet, dass man das Schiff dementsprechend drehen muss, um dass er ihren Weg findet. Na, jetzt drehe ich so bei, ich will jetzt auf die Atago eigentlich auch feuern. Das ist das einzige Ziel, was gleich richtig schön beschießbar ist. Oh, da sind Torpedos. Die galten wohl unserem Ranger, aber die werden mich wohl genauso beschießen, wenn sie es denn können. Und jetzt fahre ich hier mal in die Inselgruppe auf C rein. Und werde da versuchen, mal so ein bisschen aufzuräumen. Mogami und Atago sind natürlich auch zwei Achterkreuzer, da muss man schon auch aufpassen, ohne Frage. Stimmungsvolle Musik, passend gerade zu meinem Vorhaben. So, da sind nochmal Torps. Die umschiffen wir aber jetzt besser. Auch eine andere Atago ist jetzt hier praktisch hier gleich am Reinfahren. Das heißt, wir haben jetzt hier dementsprechend gleich zwei, die auf die Atago hier wirken. So, 4000. Und sollte hoffentlich jetzt gleich weg sein. Ah, jetzt hat sie gebremst. Aber ich habe hier auch schön eingeschlagen. Nun trifft sie. Und weg ist sie. Jetzt fährt die andere Atago gerade weg von mir. Aber das hindert mich jetzt nicht daran, hier den Punkt zu cappen und weiter auf die Atago zu schießen. Schön genau schießt sie eigentlich. So, Punkt ist meiner. Und hier jetzt auf die. Die könnten ganz gut kommen, die Schüsse. Ja, eine Zitadelle war dabei. Und jetzt ist da gar nicht mehr so viel, auf was man hier gehen kann. Deswegen werde ich jetzt mal Richtung Nagato fahren. Dann schreibe ich nochmal frei, dass ich ihn erschossen habe, in Anführungszeichen, auf den ich jetzt, der mich da erkannt hat, aber naja, er macht sich natürlich auch mit sowas, dann er meldet sich freiwillig als Ziel sozusagen. Das Spiel ist noch in keinster Form oder in keinster Weise entschieden. Einziger Vorteil ist, wir haben noch zwei Flugzeugträger, die nur einen.
Aber das heißt gar nichts. Weil jetzt hinter dieser Insel. Und jetzt dann endlich zu sichten. Erst einmal, dass wir ihn gleich in Brand gesteckt haben. Da kommen wieder unsere Flugzeuge. Ein paar nette Torpedos. Nun bin ich gleich das Fokusziel Nummer 1 für die beiden. Aber das juckt mich nicht. Deswegen gehen wir jetzt auf die Pensacola. Müssen jetzt nur abdrehen. Jetzt haben sie gerade gut beide meine Breitseite bekommen. Nehmen wir jetzt wieder Flugzeuge und auch wenn es nur Jäger sind. So, und jetzt hier weiter auf die Schießen. Mit Schießen gerade sich stark auf mich ein, obwohl der andere Targo näher an ihm dran ist. Aber wie sie wollen. Fighter ready for takeoff. Und jetzt HE auf die Nagato. Vielleicht bringen wir sie ja nochmal zum Brennen. Jupp. Klappt's doch gleich mit dem Nachbarn. Also auch als Crew-Trainer kann man natürlich die Nagato gebrauchen, ganz klar. Beziehungsweise als Kapitänstrainer. So, jetzt hat die Nagato... Habe ich Nagato übrigens gerade gesagt? Ich meinte natürlich der Atago. So, und wir haben hier irgendwo noch die Mutsuki in unserer Nähe. Wie man hier gerade mitbekommt. Jetzt ist nur die Frage, wo ist die Mutsuki? Irgendwo zwischen mir und der Ranger, würde ich mal vermuten. Dementsprechend, ich lasse jetzt mal das mit der Nagato da sein. Weil ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit nur hier Torpedos zu bekommen. Und wir haben... auch lediglich nur noch 70 Tickets, die wir benötigen. Dementsprechend also keinerlei Bedarf, da die jetzt die Nagato nur zu jagen. Aber dadurch, dass hier das Flugzeug ist, kann man schon mal sagen, okay, die Mutsuki muss wahrscheinlich sogar irgendwo von uns südlich gewesen sein. Aber Sieg ist Sieg, den nehme ich gerne mit und das hat sich ja am Ende dann doch noch ein bisschen was an Schaden getan. In der Teamwertung 1543 Basis-XP. Schaden habe ich gemacht 7000, 70.000, 80.000, wenn ich das jetzt richtig überschlage. Das kann man lassen. Damit bin ich auch ganz zufrieden. Und natürlich wichtig ist das Thema Credit, Punkte und Erfahrung. Und unterm Strich gab es netto raus 315.000. Und damit kann ich ganz gut leben für einen Tier 8er. XP erhalten natürlich, Free XP, alles was so das Herz begehrt. Ja, und damit hoffe ich, dass euch die Atago ein bisschen näher bringen konnte. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.